Partykrone. Egal, ob du König für einen Tag oder eine perfekte Prinzessin sein möchtest, Kronen aus Papier lassen sich passend zu jedem Kostüm oder Partythema anfertigen. Verwende die Basisvorlage, um deine eigenen Designs zu entwerfen. Du brauchst Hauspapier, einen Bleistift, Karton, einen Cutter, ein Lineal, eine Schere und eine Schnur, eine Schneidematte, einen Pinsel, Leim, doppelseitige Klebepads. Lege die Vorlagen mit der Zeichnung nach unten auf den Karton. Schraffiere die Vorlage mit einem Bleistift, um sie zu übertragen. Schneide die Formen mit dem Cutter aus. Für gerade Schnitte arbeite am besten mit einem Lineal. Trage Leim auf die Kronenspitzen auf. Klebe den anderen Karton so auf die Kronenspitze, dass die beiden Teile exakt aufeinander liegen. Leime nach dem Trocknen die restlichen Teile der Krone zusammen. Schneide ein Stück Schnur dem Kopfumfang eines Kindes entsprechend zu. Lege es so auf das Band, dass es vorn bündig ist. Setze ein Klebepad an die Stelle, an der die Schnur endet. Ziehe die Folie des Klebepads ab und schließe so das Kopfband. Säubere und glätte die Ränder.